Der Tag ist nicht gut. Nee. Was passiert, wenn ich drüber fahre? Fahr mal. Er wacht auf. Oder er stirbt. Mushroom, du Mörder. Was ist denn los mit dir? Wow, das Auto, guck mal. Hä? Oh, Alter. Ist ein bisschen arg übertrieben, ne? Ein bisschen? Ein bisschen. Erinnert mich gerade ein bisschen an GTA. So, einfach mal den Weg folgen. Da ist nichts geplaced. Doch, da. Ah, doch. Den G-Punkt. Den G-Punkt. Sehr schön. Findet ihn. Ich hoffe, wir werden es schaffen. Was? Killer Bee kann ich jetzt entwickeln? Bitte? Da stand da gerade irgendwas mit Killer Bee. Mit Killer Bee? Ja. Irgendwas mit Killer Bee stand da gerade. Ja, irgendeine Waffe wahrscheinlich, die du entwickeln kannst jetzt. Beziehungsweise die freigeschalten wurde. Zum Entwickeln. So, wo gehen wir? Warte, erstmal. Erstmal Ausrüstung, ne? So. So. Dann der Helikopter, gell? Ja, ich hol dich irgendwann auf vom Himmel. Musst du später sogar mal. Ein paar Mal. Warte mal. Glaubst du, ich brauch das Auto noch? Nee, eigentlich nicht direkt, nee. Du kannst nochmal einsteigen, um einfach zu fühlen, wie es sich anfühlt im Auto. Und dann nochmal aussteigen. Das wollte ich eigentlich nicht. Und so. Extra hier. Jetzt regnet, das ist gut. Ja. Komm schon. Sauber. So. Das ist ein Wachen. Das ist eine gute Wache. Ah, das ist richtig dumm. Wie hält er seine Waffe, bitte? Schaut euch das an. Ey, schaut euch das an. Alter, ganz ehrlich. Geil. Einfach mal die Waffe um uns. Der ist da hinten. Das heißt, pass mal auf. Okay, jetzt bin ich mal gespannt. Einfach mal schön in den Hosenlatz schießen wahrscheinlich. Ja, in den Hosenlatz. Lass mal so in die Weichteile. Ah, aua. Na, guck so an die Beine. Die hau ich, glaube ich, auch mal so an. Ja, er macht das mal. Das ist vielleicht gar keine schlechte Idee, einfach mal in die Weichteile zu schießen. Weil dann gehen sie nämlich hoffentlich alle gleichzeitig down. Wenn ich den betäubt habe jetzt da hinten. Außer sie haben ordentlich Cojones. Dann habe ich dann natürlich nichts bewirkt. Dann ich verkackt. Wer weiß. Gucken wir mal. Oh, da ist der erste umgeflogen. Da hinten hat's gesehen, oder? Oh, die sehen die mich. Ja, ja, es ist ja Tag, ne? Oh, da kommen die anderen von hinten. Guck mal. Wow. Die habe ich gar nicht gesehen. Analysis complete. Analysis. Das hätte mir jemand sagen sollen, dass da noch mehr solche Vögel sind. Hey, weck ihn bloß nicht auf, gell? Er weckt ihn auf. So ein Vogel. Ne, Glück hast nicht. Und Verstärkung. Also der Kommandant ist, soweit ich weiß, da hinten. Auf jeden Fall. Die 88 dort, oder ja, was? Ja, der war ganz hinten drauf. Da, guck mal. Da ist der, den ich brauche. Also es sieht sogar... Oh, wie viele das sind! Oh, was passiert denn hier? Da hinten ist ja noch einer! Ja, das ist doch... I need quiet. Vielleicht auch ein Artillerieschlag auf das ganze Gebiet? Dann haben wir es geschafft. Nein. Mushroom, wir nix einfach nochmal. Ein kleiner Artillerieschlag jetzt hier mitten rein und alles wäre zu Ende. Ja, wir holen uns die Kerle. Ah, der Mushroom ist ein guter Mensch. Der will immer alle Leben rausholen. Pass auf. Kommandant da hinten. Also ich habe bei der Mission eben das gemacht. Du hast einfach alle weggehauen? Ich habe einfach reingefetzt und habe alle gekillt. Gut, dass Quiet halt nicht da ist. Jetzt weiß ich nicht, wen ich alles erwischt habe. So. Oh. Wieder down. Der geht auch down. Der muss auch down gehen. Ist denn erwischt? Da oben macht mir ein bisschen Sorgen. Alter, ist ah, der hat eine scheiß Western und so. Das geht länger, ne? Die wägen sich immer gegenseitig wieder auf. Da hilft es nichts. Da hilft es absolut nicht. Hast du den Captain schon betäubt? Ja, den habe ich schon betäubt. Der arme Kerl. Captain. Captain aller Captains. So, der Beste. Was zum Mann am Boden? Ja, genau, mach's. Ich bin nämlich auch hinten rumgegangen, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das von. Da, wo der Jeep gestanden ist, dann von oben gesehen, ne? Ja. Und hab das von dort aus angegriffen.
Okay. Ich glaube, von hier aus angreifen ist es vielleicht ein bisschen besser. Ja, dann bist du direkt am Chefe. Am Babu. Am Babu. Ich brauche Nachschub. Ja. Also ich habe mittlerweile eine Betäubungspistole, die hat, ich glaube, ich fast 50 Schuss habe ich immer dabei. What? Mit einmal, das ist richtig gut, ja. Und der Schalldämpfer hält doppelt so lang. Ja, das ist doppelt. Nobel. Ist Nobel, ja. Oh, das wollte er mich jetzt schon wieder gesehen. Was macht Mushroom jetzt? Ich bin gespannt. Ich hoffe nicht, dass... Da oben habe ich aber, guck mal, der schläft. Du kannst mal Quiet rufen zu dir, oder? Wo sehen die mich? Ist ja der Kommandant, der mich sieht, oder was? Das ist noch, wenn du... Oh je Gott, da kommen ja die... Keine Ahnung. Oh, da kommt einer links hoch. Boah, da kommt einer hoch. Sauber. Das mit den Helmen ist echt nervig. Absolut. Da rechts sind noch Munition. Hat er sich aufsammeln will. Er will sich aufsammeln. Oh Gott, Mushroom. So, das war der Kommandant. Der Kommandant ist weg. What the hell? Weil ich sehe gar nichts. Nein. Nein! Scheiß Helm. Nein! Mushroom. So. Sauber. Nachladen. Jetzt hol den gleich raus. Ein Ballon dran und fertig. Oh, okay. Sauber. Ganz ruhig, Mann. Bin auch noch mit. Jawohl, du hast einen Chef. Aber es hat ja geregnet. Hoffen wir mal, dass es geklappt hat. Hey! Sag sowas nicht, das funktioniert immer. Servus. Ich will jetzt, oh, guck mal, da oben sind Pflanzen. Abholung ist fehlgeschlagen bei dem anderen. Da oben sind Pflanzen. Beim anderen ist fehlgeschlagen. Ja, beim anderen. Du Glückspilz, ey. So, wir haben es geschafft. Oh. Was kann der? Na, kann man mitnehmen. Aber solange die einen A-Rang haben, ist ja okay. Keine Ahnung warum. Das nehmen wir aber auch noch mit. Den einen will ich nehmen zum Flüchten. Kannst du später noch mitnehmen dann. So. Fahr mal Kerzen geradeaus, also so über den Weg direkt ins Feld, weil da kannst du einen Helikopter. Hier kannst du irgendwo einen Helikopter an. Hol mal den Helikopter. Soll ich ihn holen? Ja. Genau da. Oh, da kannst du es hinfahren. Jetzt hoffe ich nur eins für dich. Und zwar, dass der andere Helikopter deinen Helikopter nicht sieht. Alter, Alter! What? Weil wenn der andere Helikopter dein Helikopter sieht, dann kannst du mit der Gatling einen schönen Fight machen. Echt? Wer weiß. Gucken wir mal. Oh. Dann kannst du ihn nämlich runterholen, den anderen. Aber der erscheint gerade ein bisschen weiter. Ziemlich weit weg. Ja. Unsere Mission haben wir geschafft, oder was? Die Mission ist erledigt. Wir können das Missionsgebiet verlassen. Da ist noch ein bisschen Kraut, das kannst du noch... Nehmen wir mit, oder? Sag. Konsumieren. Und das nehme ich auch mit? Ja. Tschüss. Danke. Sehr schön. Das ist eine schwarze Karotte vor dir. Bitte. Der andere Heli ist ein bisschen weiter weg. Da hinten los. Der ist gelandet, ja? Der landet da. Du kannst mit der Gatling trotzdem draufschießen, wenn du startest. Über die Entfernung müsste es noch klappen. Ich möchte nicht kaputt machen. Wieso nicht? Dein Helikopter ist anscheinend da. Da ist er. Eine Railgun da vorne dran. Ich werde auf die andere Seite einsteigen. Weil dann kannst du noch mehr holen. Nee, das ist doch keine Railgun. Was ist das dann bitte? Also entweder ist es, es haben doch viele Helikopter. Zum, ne? Ach, ich denke nicht. What? Alter! Alles klar. Alles klar. Super. Zack. Sehr schön. Sollte einen guten Rang geben. 4 Fahrzeuge rausgeholt. So muss das sein. Boss. Ja. B nur. B. B ist okay. B ist gut. Mit B kann ich leben, aber mit weniger nicht.
brauchen wir nicht. So, sag uns mal. His nuclear arms business was just a rumor he was paid to spread around. He doesn't even know who's paying him. All his instructions came through a cutout. Now, who else would be behind it but Cypher? And this nuclear arms trading is clearly connected to that yellow cake. He thought the same thing, which is why he tried to investigate ZRS himself. He said something else that caught my attention. That ZRS had tried to kill some old man. How did one old man get that kind of attention? Ein alter Mann. Was für ein alter Mann? Man weiß es nicht. Noch nicht. Vielleicht sehen wir den ja noch. Elite-Soldaten, verdammt. Da haben wir einen. Ah, Matt. Matt. Raving Harrier. Raketenspezialist. Cool. Berater. Smoking Octopus. Smoking Octopus, geil. Bastard Harrier. Ja, die Namen sind schon richtig geil. Ja. Das sind halt richtige Söldnernamen. Ja, richtig, ja. Ja. Ah ja. Eine was? Eine Gegenwaffe? Eine Gegenwaffe. Gegen die Walker Gears, sozusagen. Einfach eine Waffe. Er will, dass wir zurückkommen zur Mother Base, das werden wir jetzt auch tun. Ich glaube, wir sind schon hingeflogen, ne? Ja. Diamond Dogs Mother Base. This. It's a variable multi-legged tank. A spin-off of Metal Gear technology. Big fan of spin-offs, isn't he? I hear he borrowed from the Soviets in Costa Rica too. The design allows for a lot of freedom in setups. It's based around a central core unit, so you can quickly reconfigure the hardware to suit any sort of mission parameters. What the good doctor is trying to say is that it's customizable. Naturally, it will raise the probability of success for standard missions. But it functions as an improved deterrent by increasing your preemptive strike capability against enemy elements. You just deploy it in a war zone, and its superior firepower puts the brakes on enemy attacks. Eventually, the whole war machine grinds to a halt. A true battle gear. Battle gear. Deja vu here. I don't like him any more than you. But we need this. You think it'll cut it in the field? Turning radius is better than any tanks. That's great for regional skirmishes. Tech like this is popping up all among the PFs. Best way to deal with them is to fight fire with fire. I'll await your instructions then, boss. So do we have your approval to commence development? Fine. Sehr emotional, der Gute. Nicht sehr begeistert irgendwie, ne? Bester Sitz der Welt. Consider yourself off the chopping block, Doctor. Puh, der arme Kerl. Wohl wahr. So, Battle Gear Entwicklung hat begonnen. Sehen sich die Entwicklungsfortschritte an. Lalala, okay. What? Das Teil ist jetzt bei mir. The Devil's House. Was ich sagen wollte, bei mir ist der Battle Gear gerade fertiggestellt worden. Mhm. Also es geht eine Weile, bis er fertig ist. So, und ich kann ihn wo angucken? Auf der Entwicklungsplattform? Ja, aber oh, ich frage mich immer genau, wo das war. Irgendwo hier. Irgendwo kannst du reingehen. Hier runter, ja. So, aber wir haben was, eine neue Mission bekommen mit, zum Haus des Teufels. Ja. Stimmen. Shabani. Shabani Amani. Den Jungen,
Den Anführer der Jungen, die zur Arbeit im Bergwerk gezwungen wurden, er wurde zum Industriegebiet. Ja. Das genau. Ist schön gegangen. Das ist die endliche Bevölkerung Haus des Teufels nennt, alles klar. Ja, ich würde sagen, wir machen das, ne? Okay. Was hast du mich gerade? Hast du mich gerade angesprochen bei der Seite? Nie wieder bei der Seite ansprechen! Sag mal, er muss es lernen. Er muss es lernen. Mann, ey. Dann hol mal deinen Hubschrauber. Hubschrauber. Please select a landing zone. Externe Aufträge. Du meinst hier ein paar Leute losschicken oder was? Ja. Klar, würde ich auf jeden Fall tun. Was soll man machen? Sagen wir zum Pflanzen sammeln. Nee, bist du ganz oben hier an der Liste? Guck mal, das zum Beispiel. Okay, und wen sollten wir deiner Meinung nach jetzt schicken? Also, gehen wir ganz runter. Ich würde die Schlechtesten schicken, weil die Erfolgswahrscheinlichkeit und Verlust ist genauso wie bei den Besten. Ja. Das heißt, du willst ja keine A-Leute verlieren, sondern wenn, dann D-Leute. So hart es klingt, also selbe Erfolgswahrscheinlichkeit. Dann schicken wir die D-Leute. Ja, richtig. Zack. Nächstes. Genau das gleiche. Alles gleiche, nur gerade die. Und das war's. Zwei kannst du momentan gut machen. So, dann fliegen wir mal zum Devil's House. Zum Devil's House? Ja. Der steht schon wieder. Du Drecksau. Schieß. Nein. Er ist nicht wert. Er ist nicht wert, die Munition zu verschwenden. Ja. Ding soll wachsen und gedeihen hier. Ja, das macht Sinn. Wunderbar. Aber kein Mensch weiß, dass du hier eine riesige Plattform hast, mit Durchmesser von 3-4 Kilometer, aber hey! Von wo wir denn das ganze Metall bekommen und so weiter, das ist nice. Ja, du hast es doch in den Koffern extrahiert. In den Containern. Ja, klar. Ganz klar. Zack. Zu. Bau verlassen und sich uns angeschlossen zwei Mitarbeiter. Bau verlassen, also unseren Knast oder was? Genau, richtig. Die kommen ja erst im Bau. Als du hast immer gedacht, dass der... Die Bauabteilung, die irgendwas baut. Das ist einfach nur der Knast, richtig? Du hast 50 Kassetten noch nicht angehört, das würde ich dir mal empfehlen, offscreen zu machen. Ja. Weil da erfährst du sehr viel über die Geschichte, was du sonst gar nicht mitbekommst. Das ist richtig viel, du. Ja, das geht auch eine ganze Weile. Wenn jede Kassette so bis zu 2 Minuten, also kannst du ja mal 2 Stunden Zeit nehmen. Geil. Okay, wir haben nur hier. Ja, wir müssen da unten, ist eine ziemlich lange Strecke. Auch eine längere Mission. Gut, Freunde, dann ich würde an deiner Stelle den Hund mitnehmen. Also Didi, the best man in seiner dieser Montur, die eine Marke. Oh ja, nicht. Nimm diese mit. Das ist genial. Na, sieht aber auch nicht schlecht aus. Lass mal so. Aber ich mag jetzt nicht, dass er Leute töten kann damit. Ja, das macht er nur auf Befehl. Und Quiet ist ja ein bisschen anders. Quiet ist einfach eiskalt. Sie ist die wichtigste. Die Betäubungsgasmine ist nicht eine nicht tödliche Mine. Ja, ist auch nicht schlecht. Aber geht mir zu lange, finde ich, irgendwo die auszulegen und warten, bis da jemand reinläuft. Ja, absolut. Dann schieße ich einfach mit der Pistole drauf. Absolut, fertig. Das ganze Zeug, also das ja, also alles. Vieles ist wirklich unnötig. Aber gut, ich finde es trotzdem cool, dass es gibt, aber.